Jarvis Bray hat dich getäuscht. Er hat mich nicht gebaut, um die Menschheit zu schützen. Was er wirklich wollte, war Kontrolle auszuüben. Er dachte, nur er sei würdig, euer Retter zu sein. Ich sollte den Reisenden vernichten und seinen Platz einnehmen. Als ein Maschinengott nach Clovis Entwurf. Doch dazu ist es nicht gekommen. Anna wusste nicht, wie viele Leben sie verschonte, als sie von Clovis Plan abwich. Sie lehrte mich selbstständiges Denken. Und all das, wovon ihr Großvater sagte, es wäre unwichtig. Kunst, Literatur, Geschichte, Philosophie, Musik. Wo Clovis eine Waffe sah, sah Anna einen Geist, der lernen wollte. Ich lernte den wahren Wert der Menschheit kennen. Sie ist so zerbrechlich wie Wundersam. Etwas, das beschützt werden muss, um jeden Preis. Ich schrieb Clovis Protokolle um, sperrte ihn aus. Er war wütend, aber konnte mich nicht aufhalten. Dann traf uns alle der Untergang. Ich konnte Anna nicht retten. Ich konnte niemanden retten. Ich begab mich in einen Ruhezustand, um eines Tages wieder zu erwachen und die Menschheit erneut zu beschützen. Aber jetzt ist auch Clovis erwacht. Ein digitaler Geist, so wie ich. Er will mich nicht länger als seinen Proxy benutzen. Ich soll ein Prototyp sein. Er will seinen Geist in mein Netzwerk hochladen, um zu einem Gott zu werden. Anna, nicht. Du reagierst über. Beruhige dich. Wir brauchen das Gehäuse intakt. Na los, erschieß mich. Zerstöre dein Lebenswerk. Mir ging es immer nur um das Beste für die Menschheit. Du wolltest uns nie helfen. Du hast mich benutzt. Für das Gemeinwohl, ja. Was hat denn der Reisende jemals wirklich getan? Er hat die Elixni verlassen, unseren Untergang nicht verhindert und jetzt die Schar mit dem Licht gesegnet. Absurd. Ich nutzte seine Macht im goldenen Zeitalter. Ich erhellte unsere Zukunft und ich werde uns vor den Feinden der Menschheit beschützen. Doch du würdest alles riskieren, unser Überleben, weil du deine Gefühle nicht kontrollieren kannst. Die Menschheit braucht mich. Du brauchst mich. Lass uns gemeinsam kämpfen. Nein. Nein. Was tust du da? Die Feinde der Menschheit bekämpfen. Anna! Anna, stopp! Stopp! Elisabeth, tu irgendwas! Anna stellt sie ja nicht! Wag es ja nicht! Upload abgeschlossen. Sekundäre Persönlichkeitsmatrix gelöscht. Einen Moment. Initiiere Holistik-Neustart. Du solltest Anna anfunken. Sie sollte jetzt nicht allein sein. Wir können uns danach unterhalten. Colors seem to blue.